Ich muss mal in die andere Richtung gehen. Da war ja auch einiges. Da habe ich ja diese komische Plattform gefunden in der andere Richtung. Genau, hier ist mein Zuhause. Wie man klar offensichtlich erkennen kann. Mit den Zyklopen würde ich ja nicht durchkommen, so fett ist das Ding. Bin ich mal gespannt. Ich habe ja hier einige Sachen immer gefunden. Eine Alien-Technologie habe ich auch schon gefunden. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr finde. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Weil das Gebiet ist riesig. Das ist ja, nennt sich ja nicht umsonst Open World. Und da kann man ja eigentlich alles abgrasen. Eigentlich bräuchte man ja echt eine Landkarte. Deswegen haben sie ja den Kompass hier eingesetzt. Jetzt auch noch eine Kapsel. War ich da schon? Nee, da war ich noch nicht. Rettungskapsel 17. Tab drücken. Ja, wenn diese ganzen Gestalten da so rumschwirren, ist das ja wohl verständlich. Seemottenfragment. Ich werde es einmal mal scannen. Ich hatte es zwar schon, aber warum nicht? Er steht mir nur im Weg rum. Bin auf jeden Fall schon in der richtigen Richtung. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Das ist krass, dann muss ich jetzt mal raus. Ja, ich weiß, ich bin über 100 Meter Tiefe. Komme ich hier auch rein? Na, hier kann man auch rein. Kann ich aber scannen? Gut. Die drei. Gut, dass ich hier in diesem Motor bin. Krass. Schubkanonenfragment brauche ich jetzt nicht. Gibt es hier irgendwie noch eine extra Datenbank? Nö. Nur den Weg nach außen müsste ich noch wieder finden. Das wäre schön. Da ist was. Besatzungsverzeichnis mal weiter. Jetzt muss ich mal gucken. Basisinstallation, Aquarium,
Ausrüstung, Basisinstallation raus da. Öffentlichkeit. Das sollen wir alle anzeigen, genau. Datenbank, Codes, Hinweis, eigene Notiz. Frachtraum, Zugangscode. Labornotiz. Ach, da war noch ein Frachtraum gewesen. Aber egal. Da bin ich jetzt durch einige Ecken hier drinnen geschwommen. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein kleines Köfferchen. Kann ja passieren. Höhleneingänge, 90 Meter Tiefe. Okay. Höhleneingänge bedeutet für mich, in den Höhleneingängen könnte was sein. Diese Hinweise kommen ja nicht umsonst. So. 90 Zentimeter sind wir, 90 Meter Tiefe. Meter Tiefe sind hier ungefähr die Tiefe da. So, hier, die Drehe. Sollten hier Höhleneingänge sein. Das nennt man Wasser. Eine rote Schreckenheue. Heuschrecke. Ja, Tatsache. Tatsache. Eine rote Schreckenheue. Ich habe die noch nie in Rot gesehen. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Da unten ist was. Ich weiß. Was viereckig ist. Siehst du auch eine Schreckenheue? Nee, aber ein Durchgang. Ein Durchgang, ein Ventilator. Den habe ich schon. Okay. Ist schon heftig. Dann kommt der Sache immer tiefer Was? zugrunde. Man kommt der Sache mal tiefer. Ja, hier unten. Ah, das sind jetzt so Grafikprobleme. Schaut mal diese Viecher an, ja. Greifen die auch an? Ich denke mal, die würden angreifen. Seewanderer. Okay, wenn es dort mal ein Erdbeben gibt, gibt es ein kleines Problem für den Seewanderer. Wird dann umkippen. Schäden an den Pflanzen im Meeresboden sind ein Hinweis darauf, dass ein Mandarin. Ja. Okay. Ich muss mal wieder ein bisschen zurück, weil hier müssten irgendwo die Höhlen sein. Und ich bin viel zu tief. Die waren ja 90 Meter Tiefe gewesen. Hier ist auch noch ein Stein. Hier ist auch noch was. Eine Frage, die ich übersehen habe. Naja, ich gehe mal raus.
Ah, hier oben ist was. Warum ich auch immer Wasser brauche hier. Auf dem Wasserozean brauche ich Wasser. Aber wahrscheinlich kann ich das Wasser ja gar nicht trinken. Na komm. Aber es sieht schon echt cool aus hier. Aber ich muss auf diese 100 Meter wieder kommen und dann werde ich mal diese 100 Meter an diesem Ding. Das ist der, der so viel Lärm macht hier. Der ist sehr, sehr unfreundlich. Mal gucken. Respektiert nicht, wenn andere ihr Wochenende machen. Kommst du mal zu mir? Der hat Angst vor mir. So.